Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Ja, wir haben dieses Thema hier ausgewählt, weil wir doch wissen, dass es irgendwie jeden, der gern online was machen möchte und gerade wenn du als Experte online sichtbar werden willst, so geht, dass man da erstmal totale Angst vor hat. Und für uns war das auch eine mega, mega lange Journey, würde ich mal sagen. Und ja, wem hier geht das denn? Wahrscheinlich euch allen so, sonst wärt ihr nicht hier im Facebook Live. Aber wem geht das so, dass ihr Angst habt, mit eurem Expertenwissen wirklich online rauszugehen und zu sagen, hier, damit stehe ich mit meinem Namen, dafür stehe ich mit meinem Namen, für dieses und jenes Thema, für alles, was ich sage und mache und tue. Und es können Menschen einfach sehen, die du vielleicht gar nicht kennst. Wem macht das Angst? Macht mal ein Häkchen oder ein Thumb up. Wer kennt das von euch, hat vielleicht super motiviert im Bett überlegt, eine Eingebung bekommen in der Nacht, das muss ich raushauen in die Welt, der Post, der ist perfekt, diese Message muss jetzt raus. Und als es soweit war, als du dann am Rechner gesessen hast, das vielleicht sogar geschrieben hast, hast du es nicht geschafft, auf Absenden zu klicken, weil irgendwelche Ängste hochgekommen sind, irgendwelche Glaubenssätze. Wer kennt das? Ja, oder vor allem halt auch Videos zu machen, ne? Oder auch den ersten Podcast zu machen. Das ist total scary, sich dann auch selber zu hören und so weiter. Also was ja wirklich die Angst hinter diesem Sichtbarwerden immer ist, das sind Zweifel, kritische Stimmen, das sind Glaubenssätze und Überzeugungen, die man irgendwo im Leben aufgeschnappt hat, die einen da wirklich hindern, rauszugehen und online sichtbar zu sein. Also da denkt man ja so Sachen so, boah, ohne Hochschulabschluss und den Doktortitel brauche ich ja gar nicht erst rauszugehen. Oder ja, wie sehe ich denn heute aus? So kann ich ja nicht vor die Kamera. Oder ganz klar so, ja, was alle anderen sagen, ist doch eh viel besser. Ich habe doch nichts zu sagen. Kennt ihr das? So, ich bin ja eh nicht gut genug. Videos, sagt die Melanie. Mhm. Ja, kann ich voll verstehen. Meine ersten Videos, die waren eine reine Katastrophe. Ich glaube, die sind sogar noch auf dem YouTube-Kanal, auf Travelicia. Kann gut sein. Aber ich war wahrscheinlich noch nicht mal mehr gelöscht, aber das war schlimm, ne? Da haben wir auch dann immer mehrere Takes gemacht. Da hatten wir auch noch so eine GoPro-Kamera damals, ne? Das ist auch mal die große Gefahr, dass man dann so konditioniert ist, aufgrund vielleicht seiner Vergangenheit oder wo man schon mal gearbeitet hat, wie man dann kommuniziert als Unternehmen, ganz gepolished und aufgesetzt. Oder ich weiß, mein Vater hat früher immer die Tagesschau geguckt, dann wollte ich wie der Tagesschausprecher immer so das Wort zum Sonntag raushauen und das war total unauthentisch und total kacke und du hast es selber schon gemerkt, dass das irgendwie nicht du selber bist. Und das merken auch die Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also meine erste Erfahrung so mit dem Thema sichtbar werden war wirklich, als wir damals die Website Travelicia gestartet haben. Da waren wir auf den Philippinen. Ja, und dann habe ich die rausgehauen und habe ganz viele Leute angeschrieben aus der Reisebranche und andere Blogger und ja, irgendwie Leute aus der Szene. Und da weiß ich noch ganz genau, da kam dann eine Rückmeldung von einer, die irgendwie meinte so, das sieht alles total unpersönlich aus. Also wer bist du überhaupt? Man kann gar nichts über dich lesen. Also es war alles nur so voll allgemein und ich habe überhaupt nicht von mir erzählt und über mich berichtet sozusagen. Und ja, da habe ich so zum ersten Mal gedacht, so, oh, interessant, das Feedback. Und habe das aber ernst genommen und dann auch die Seite umgeschrieben und eine Über-mich-Section gemacht, also ein Tab. Und als ich angefangen habe, das zu machen, um mehr von mir zu erzählen, dann hat man auch gemerkt, wie man viel mehr Interesse auch bei den anderen geweckt hat. Also dieses authentische, persönliche hat einen riesen Unterschied gemacht. Und ich hatte aber auch voll noch so aus den Corporate-Zeiten dieses Marketing-Deutsch im Kopf und diese perfekten Sätze, die ja überhaupt nicht authentisch waren letztendlich, ne? Und das Interessante war, als wir das dann umgestellt haben auf der Seite,
auf einmal kam auch Feedback von den Lesern. Wir haben die ersten Leser-E-Mails bekommen. Der Traffic ist hochgegangen. Also es kamen mehr Website-Besucher auf den Reiseblog. Und das zeigt einfach ganz klar, die Menschen, die mögen echte Stories aus dem Leben. Menschen mögen Menschen und Menschen mögen nicht irgendwelche aufgesetzten Hollywood-Schauspieler, die vorher 10 Stunden in der Maske waren und ein Skript haben, das sie ablesen. Also mir geht das auch jetzt noch oft so, wenn ich auf Websites von Unternehmen gehe, dass ich super gerne das die Founder-Story lese oder das über mich. Mhm. Wenn man so wissen will, wer steckt denn dahinter? Was hat der für eine Geschichte? Wie ist der überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Das finde ich auch selber total spannend, immer wieder. Ja, total. Schreib mal in den Chat, was ist so, wenn du daran denkst, mehr sichtbar zu werden, also überhaupt sichtbar zu werden oder mehr sichtbar zu werden, was ist da deine allergrößte Angst? Wovor genau hast du Angst? Der Edgar hat zum Beispiel gesagt, bei ihm sind es eher die Leute, die ihn schon kennen. Und da fürchtet er die Kritik am stärksten. Und ich kann so gut mit dir connecten, Edgar, und das nachvollziehen. Da erzähle ich gleich auch nochmal was zu, weil es bei mir genauso gewesen ist. Ja, weil Markus hat so eine wilde Vergangenheit. Vielleicht kann ich die mal erzählen. Also es fing damit an, dass mit 19 mein Vater gestorben ist und der wirklich eine krasse Führungsperson in meinem Leben gewesen ist und mir dann auch immer Halt gegeben hat, weil ich schon immer sehr, sehr wild gewesen bin, Type A, viel zu viel Energie, grenzenlos gewesen bin, aber auch immer wieder die Grenzen ausgetestet habe und weit, weit, weit über diese Grenzen hinausgegangen bin. Ja, und als er dann gestorben ist, war ich quasi führungslos und bin erstmal völlig, völlig ausgerastet, um vielleicht auch ein Statement zu setzen meiner Mutter gegenüber, dass sie zu schwach ist, um überhaupt irgendwie Vorgaben zu machen. Ich habe mich erstmal komplett tätowieren lassen, habe mir überall Piercings reingemacht und war richtig hart unterwegs, habe viel Party gemacht, war regelmäßig am Ballermann, manchmal 5-6 Mal im Jahr an Bierkönig, Schinkenstraße, habe sämtliche Sachen ausprobiert, die man sich vorstellen kann. Also ich habe wirklich nichts ausgelassen und das hat natürlich Eindruck hinterlassen, sowohl positiven als auch negativen in meinem Umfeld. Und ich hatte lange Zeit damit zu kämpfen, das anzuerkennen, dass das ein Teil von mir ist, der zu mir gehört als Gesamtpaket. Und ohne diese Zeiten wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Aber was ich hatte, war ein riesengroßes Schamgefühl, jahrelang. Und es hat mich sehr, sehr belastet. Und ich hatte ganz viele Probleme, das erste Mal dann auch sichtbar zu werden und rauszugehen aus Angst vor Kritik von Menschen, die mich vielleicht auch noch mal anders erlebt haben und den anderen Moira kennen. Und das ist, glaube ich, ein riesen Thema, gerade aus dem näheren Umfeld. Oder wenn du siehst, deine Mutter ist auch auf Facebook oder die hört deinen Podcast und auf einmal sollst du authentisch sein und willst offen reden. Und hast den Eltern das selber noch nie erzählt, ne? Das passiert ja auch oft, dass man gar nicht so offen zu denen ist und dann kriegen die das plötzlich in deinem Newsletter mit oder so, ne? Und das Spannende war aber, irgendwann habe ich gesagt, also ich habe dann auch viel Personal Work gemacht, Inner Work, persönliche Weiterentwicklung. Und irgendwann war ich an dem Punkt, habe gesagt, weißt du was, du bist eigentlich nur verletzbar. Du hast diese Angst, weil es noch nicht alle Menschen wissen, weil du Angst hast, dass es irgendwie hochkommt oder jemand mal einen doofen Kommentar darüber schreibt. Und was habe ich gemacht? Ich habe Podcast-Folgen aufgenommen. Die sind immer noch live und das waren bis jetzt die erfolgreichsten Folgen ever. Die habe ich Retalk genannt. Und da habe ich alles ausgepackt von meinem Leben. Also was ich alles an Substanzen schon mal ausprobiert habe, was ich gemacht habe, dass ich, ja, also wer hat von euch vielleicht schon mal irgendwas gemacht, was er in seinem Leben bereut? Schreibt mal in den Chat oder hebt mal den Arm in den Chat. Wer kennt das Gefühl? Erzähl doch mal ein paar Sachen, was du gemacht hast. Ja, ich wollte heute erst mal langsam anfangen. Vom Polizeihund gebissen worden, Zahn ausgeschlagen. Markus hat hier sogar noch eine Titanplatte unterm Auge, das sieht man gar nicht. Auf beiden Seiten. Ich hatte einen Kieferbruch, einen Jochbeinbruch. Ich war im Gefängnis, in der Bundeswehr, weil ich mich mit dem Spieß angelegt habe. Also so ein richtiger Krawallo, ne? Der war auch, als wir uns kennengelernt haben, noch ein ganz klein bisschen Krawallo. Also, und ich war ein komplett anderer Mensch. Und gerade wenn du dann so eine Transformation machst und dann nochmal zurückblickst, dann denkst du, das war ich nicht, das ist jemand Fremdes. Und man hat so viele Probleme, das für sich selber aufzulösen, dass man totale Angst hat, sich dann auch sichtbar zu machen und rauszugehen. Und das hat mir total im Weg gestanden.
Und was geholfen hat, ist, sich erstmal selber anzuerkennen dafür, dass das ein Gesamtpaket ist und dass das zu dir dazugehört mit all deinen Erfahrungen. Es waren ja auch geile Zeiten, die hat man aber dann auf einmal wieder vergessen, weil du auf einmal nur noch dieses Scham gespürt hast, was man alles gemacht hat und was man alles hätte anders machen. Du kannst es ja nicht mehr ändern, das ist ja das Krasse. Aber wir Menschen haben dieses Gehirn mitbekommen, was Tiere zum Beispiel nicht haben, dass wir reflektieren können. Das macht uns auch super, super kraftvoll. Und deshalb haben wir so viel Potenzial, viele Sachen auch zu createn und zu erschaffen und zu verändern auf dieser Welt. Aber was wir machen, wir hängen ganz oft in der Vergangenheit, die wir eh nicht mehr ändern können, oder wir hängen in der Zukunft, die wir nicht vorhersagen können, aufgrund von Ereignissen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Weil das ist nicht vorhersehbar. Aber ganz witzig ist auch, dass die Leute, denen fällt dann oft so ein Stein vom Herzen, so, ach, du hast auch mal irgendwie ein anderes Leben gehabt. Oder die können dann plötzlich viel besser zu dir relaten, also viel besser, ja, sind viel besser mit dir verbunden, weil du nicht als der mega Übermensch wirkst, der schon immer so perfekt war und keine Fehler hat. Und das ist halt was ganz, ganz Interessantes, was passiert. Aber trotzdem hat man erstmal Angst, ja, das überhaupt einmal zu sagen, ne? Mhm. Und das Ganze kann ja auch ein super Treiber sein. Also es gibt sehr viele erfolgreiche Menschen, die aus richtig schlimmen, schlechten Verhältnissen kommen und richtig viel Scheiße gebaut haben und miterlebt haben. Wie zum Beispiel auch ein Tony Robbins oder ein Arnold Schwarzenegger. Und das sind dann so Treiber, weg von irgendwas, ist immer ein viel stärkerer Treiber als hinzu. Man sagt, es gibt zwei Treiber im Leben, warum man Sachen macht. Das ist einmal Pleasure, also Freude, man will irgendwas erreichen, vielleicht digitaler Nomade werden. Oder man hat Pain, man will weg, man will nicht mehr im 9-to-5 sitzen, man will sich nicht mehr klein machen. Man will nicht mehr sein eigenes Licht in den Schatten stellen, sondern man will raus und seine Message rausbringen. Und deshalb kann das Ganze auch sehr gut immer zum Vorteil genutzt werden für jemanden. Also wer jetzt da auch connecten kann mit mir und sagt, boah, nee, irgendwie, ich habe auch schon so viel Mist erlebt und ich weiß nicht, ob ich das alles kann und warum denn ausgerechnet. Ich habe mich auch mal klein gefühlt und dachte, warum sollte ich ein gutes Leben haben? Und dachte immer, das ist für andere, aber nicht für mich, wenn ich darüber gelesen hatte und so. Also ich hatte auch viele limitierende Glaubenssätze. Aber ganz im Gegenteil, du warst da schon mal, du warst in der Scheiße und du weißt, was du nicht mehr haben willst und du weißt, warum du da weg willst. Und das hat langfristig und mittelfristig ein besseres Durchhaltevermögen, Stamina, als jemand, der nur hinzu zu irgendwas will. Wo es ganz nice to have ist, irgendwie was zu verändern. Naja, und die Menschen, die werden halt auch inspiriert davon, wenn die deine Transformation miterleben können. Ne? Wenn du das nicht teilst, dann denkt jeder so, ach, ich bin der Einzige, der das hat und ich sitze allein zu Hause hier. Und das Problem ist ja auch, dass ja, die Menschen eben in der Zukunft, in der Vergangenheit leben und ständig Angst haben vor Sachen, die ja auch noch gar nicht eventuell passiert sind. Ne? So, was könnte passieren, wenn ich jetzt ein Video online stelle? Aber zum Beispiel in der Tierwelt, wenn Gnu vom Löwen angefallen wird, ne, dann hat es in dem Moment Angst und das rettet ihm ja auch das Leben, diese Angst. Aber 3 Minuten später grast das wieder friedlich auf der Wiese. Und das hat halt nicht diese ständige Angst, die noch gar nicht da ist, sondern nur in dem Moment, wo wirklich die Gefahr da ist. Und das ist halt bei uns Menschen ganz, ganz anders. Und das verursacht halt auch diesen ganzen Stress, ne? Mhm. Ja, wir hatten hier noch crazy Geschichten aus der Vergangenheit. Und ganz oft ist es auch, Edgar sagte, die Angst, was dein Umfeld da davon hält oder darüber denkt. Bei mir war es dann auch so, dass ich jahrelang versucht habe, die Anerkennung von meiner Mutter zu bekommen für das, was ich mache. Also sie hatte erstmal überhaupt nicht verstanden, dass man online auch Geld verdienen kann. Und das dann noch gepaart mit dem Reise-Travel-Lifestyle, den wir hatten. Da war sie echt sehr skeptisch. Ich hatte ja auch einen, glaube ich, wie hieß das damals noch, unbefristeten Vertrag gekündigt, was früher, als meine Eltern groß geworden sind, glaube ich, sehr viel bedeutet hat. Aber heutzutage ist ja auch nicht mehr wert als die Schrift auf dem Papier. Aber für sie ist dann eine Welt zusammengebrochen und ich bin ihr immer hinterhergerannt und wollte diese Anerkennung haben und habe ihr sehr viel erzählt, was wir alles machen und habe diese Liebe nicht bekommen. Und das ist ganz oft auch ein Problem für Menschen, die sichtbar werden. Ja, also was wirklich hinter dieser Angst steckt, das ist ja auch der erste Punkt, den wir hier in diesem Facebook Live haben. Also es sind verschiedene Sachen. Also das ist einmal wirklich die Angst, nicht von allen geliebt und anerkannt zu werden. Man will ständig von allen am liebsten geliebt werden, von der ganzen Welt. Und das ist halt wirklich ein Urbedürfnis, also dass du von deiner Familie, Freunden, Kollegen wirklich anerkannt wirst und alle so sagen, yeah, das hast du gut gemacht, ich feiere, was du da machst. Und das ist halt wirklich ein Grundbedürfnis. Und wenn du aber immer auf die
Anerkennung von dem anderen angewiesen bist, dann bist du halt auch total abhängig davon. Ne? Und das befriedigt dich immer nur im Außen und auch immer nur kurzfristig, wenn du diese Anerkennung bekommst. Und der richtige Ansatz ist da wirklich eher mal nach innen zu gucken und an seinem inneren Vertrauen zu arbeiten und auch an der Selbstliebe. Also, dass man sich selber so sehr liebt, dass man diese Anerkennung vom Außen schätzt, wenn sie kommt und natürlich auch gerne hat, hat jeder Mensch, aber irgendwie nicht darauf angewiesen ist und nur dahinterher jagt, wie viel Likes hat mein Post jetzt bekommen. Ne? Das ist eine super große Gefahr, gerade auf Social Media. Das ist wirklich auch drin und konditioniert über Jahrtausende, weil früher war es wirklich so eine Steinzeit, wenn du ausgeschlossen worden bist aus dem Tribe, dann konntest du alleine nicht überleben. Und deshalb musste man gucken, dass man immer in der Gruppe die Anerkenntnis bekommt und in der Gruppe immer Teil von dieser Gruppe zu sein, um zu überleben. So, und wir haben uns jetzt aber im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Die Menschheit ist evolved. Und was aber immer noch tief in uns verankert ist, in dem Stammhirn vorne, ist diese Angst, ausgestoßen zu werden aus dem Tribe und nicht geliebt zu werden. Und das hat jeder Mensch. Das hat jeder Mensch, diese Urangst, aber manche Menschen haben es mehr und manche haben es weniger. Das kommt auch ein bisschen darauf an, was du für Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast. Ich habe zum Beispiel mal in der 9. oder 10. Klasse mit meiner besten Freundin gestritten und wir hatten dann quasi keinen Kontakt mehr. Und dieses Ereignis, das hat mich so fertig gemacht, dass ich irgendwie danach immer bei allen Freundschaften jahrelang versucht habe, es immer allen recht zu machen, weil ich nicht nochmal diesen Schmerz erleben wollte, eine sehr, sehr gute Freundin sozusagen zu verlieren. Und dann habe ich mich immer zurückgestellt und immer alles gemacht, was die anderen wollten, nur um kein Drama zu createn. Und das war auch so voll die Angst, ausgeschlossen zu werden und anerkannt und geliebt zu werden. Und diese Erlebnisse, die kommen dann voll hoch, auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, wenn du jetzt rausgehen sollst und deine Message irgendwie raushaust. Die gute Nachricht, das ist völlig, völlig normal. Weil manchmal saß ich da und dachte, hab nur ich das, traue ich mich das nicht. Und je mehr man dann auch mit anderen Menschen darüber spricht oder Menschen, die schon sichtbar sind, diese Ängste hat jeder. Und die können auch immer wieder neu hochkommen. Oder jedes Mal, wenn wir zum Beispiel vor über 1000 Leuten auf die DNX-Bühne gehen müssen, dann stehst du auch Backstage und hast diese Angst, weil du dich ja verletzbar machst. Du machst dich sichtbar. Und was da hilft, ist Vertrauen zu gehen, in deine eigene Kraft zu gehen und dieses Mindset zu haben, wenn ich nur einen Menschen jetzt mit diesem Facebook Live inspiriere oder ja, ein Mindshift bei irgendjemandem auslösen kann, eine gute Sache mit dem, was ich tue, beitrage, dass du dich und dein Ego nach hinten stellst und für den Service an der Menschheit es trotzdem machst. Ja, und letztendlich ist das eigentlich nur dein innerer Bodyguard, der dich schützen will. Ne, wenn wir vor nichts Angst hätten, dann würden wir wahrscheinlich eine Klippe runterspringen und sagen, juhu, und dann wären wir tot. Also es ist einfach nur der innere Bodyguard, der dich schützen will, vor verletzt zu werden oder so. Und das Ding ist, du kriegst diesen inneren Bodyguard auch nicht weg. Der ist Teil von dir, genauso wie dein Ego Teil von dir ist. Also die einzige Chance, den zu umgehen, ist quasi, ihn lieb zu haben. Ich stell mir das mal vor, stell dir mal vor, dein innerer Bodyguard ist wie so ein SpongeBob, ne? Der freut sich und der ist immer da und um den zu überkommen, schiebst du den nicht weg und sagst, ich will dich nicht haben, sondern du nimmst ihn mehr in den Arm, tanzt mit dem und hältst ihn so ein bisschen auf Abstand. Du sagst so, ah, okay, du bist da, aber du bestimmst nicht mein Leben und ich tue das trotzdem. Und auch danke, dass du da bist, aber ich tue es trotzdem, weil ich einfach merke, wenn das bei dir so ist, dass ich mit meinem Wissen rausgehen will. Also sobald du was versuchst, wegzuschieben, nicht mehr zu haben, diese Angst loszuwerden, dann wird sie im Grunde nur noch stärker. Weil darauf, wo du dich fokussierst, und sagt auch, what you focus on, that expands. Das wird automatisch größer. Und wenn du Ängste und Zweifel hast und du denkst ständig an diese Ängste und Zweifel und fokussierst dich darauf, dann werden die immer, immer größer und du baust dir so ein Riesengebilde in deiner virtuellen Realität auf, dass das aber gar nicht die wirkliche Realität ist. Weil das Interessante ist auch, das menschliche Gehirn, das kann nicht unterscheiden,
ob eine Angst oder eine Gefahr wirklich real ist oder ob du sie gerade in deinem Kopf kreierst. Und in über 90% der Fälle sind die Ängste, die wir uns selber kreieren, passieren gar nicht im Real Life. Aber wenn du jetzt mal daran denkst, wie es sich anfühlt, vielleicht eine richtig saure Zitrone in deinen Mund zu legen. Du hast jetzt diese Zitronenscheibe in der Hand, machst jetzt langsam deinen Mund auf und diese Zitronenscheibe, die ist ganz frisch, die hat noch ein paar Perlen drauf und die ist richtig sauer. Und dann schiebst du sie langsam in deinen Mund und automatisch suggeriert dieser Gedanke, deinem Körper jetzt Speichel oder Spucke in deinem Mund zu generieren. Und du merkst jetzt, dein Mund wird vielleicht ein bisschen wässrig. Allein von dem Gedanken. Und das Gleiche passiert auch, wenn du in die Angst gehst. Vielleicht kennst du das früher, wenn du von einer wichtigen Klausur oder von einer Abschlussprüfung, dass du auf einmal diese Angst in deinem Magen gespürt hast. Und das sind aber alles nur Gedanken, die man auflösen kann. Aber deshalb, ja, ist es auch, unser menschlicher Körper ist einfach so komplex und es ist wichtig, das zu verstehen, dass viele Ängste gar nicht in der echten Welt existieren und gar nicht real werden. Ja, und was natürlich auch der krasseste Glaubenssatz ist, von dem die ganze Menschheit wirklich befallen ist, ist halt dieses, ich bin nicht gut genug, weil man denkt natürlich immer, man ist nicht gut genug. Also das ist halt auch, kommt auch durch unser Schulsystem und durch das Leistungssystem, ne? Dass das Schulsystem versucht hat, deine Schwächen auszumerzen, statt deine Stärken zu fördern. Und da, ne, dann hatte man eine 5 irgendwo und dann sagst du direkt immer, ich bin nicht gut genug für diese Welt. Und die Angst hat man natürlich auch, wenn man rausgeht, dass man so denkt, ja, das, was ich jetzt sage, ist das überhaupt wichtig für andere? Oder denken die so, was erzählt der mir hier? Das ist doch alles total lapidar. So. Ja, aber was die Angst halt immer zeigt, ist, Angst ist immer ein Indikator dafür, dass du deine Komfortzone verlässt. Und sobald du die Komfortzone verlässt, wächst du aber. Also da ist immer, immer, immer das Wachstum. Und wir Menschen sind ja auch auf der Erde, um zu wachsen. Also ich meine, wir können jetzt alle im Wohnzimmer sitzen und den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ja. Und lernen nicht viel und wachsen nicht viel und gehen nicht durch Herausforderungen. Das Spannende ist ja auch, was du für ein Mensch wirst auf dem Weg, ne? Wie du dich veränderst. Also wirklich der Markus früher und auch die Feli früher und heute sind komplett andere Personen. Und das ist nur, weil wir immer wieder unsere Komfortzone verlassen haben. Also wir haben immer diesen SpongeBob in die Hand genommen und gesagt, schön, dass du da bist. Alles klar, danke, dass du mich retten willst. Aber bleib ein bisschen auf Abstand, bestimm nicht mein Leben. Ich mache es trotzdem. Und je öfter du natürlich dann online live gehst und vielleicht auch merkst, so, ach, so schlimm ist es gar nicht und du bist sicherer und sicherer, das dauert natürlich ein bisschen, desto einfacher wird's. Und eine gute Übung für einen selber ist, wenn du jetzt merkst, du hast noch diese Angst, sichtbar zu werden, du hast die Angst, den Podcast zu veröffentlichen, du hast die Angst, das Video zu starten, du hast die Angst, den Post abzuschicken. Facebook Live zu machen. Dann stell dir immer die Frage, was es dich selber kostet und auch die Welt, diese Angst zu haben. Und ob es nicht sein könnte, dass es eine gute Idee ist, diese Angst auch mal gehen zu lassen und loszulassen. Weil unsere Zeit auf dieser Erde ist so verdammt, verdammt unfassbar limitiert. Die ist so kurz. Wir haben nur diese 80, 90, vielleicht 100 Jahre auf dieser Erde zu leben. Und dann sich selber zu fragen, macht es denn Sinn, mich von dieser Angst bestimmen zu lassen und mein Denken und mein Handeln bestimmen zu lassen. Ich bin nur diese x Jahre auf dieser Erde. Warum soll ich mir nicht ein Leben kreieren in völliger Freiheit, in Fülle und mit den Menschen und Dingen und Erlebnissen, die ich wirklich verdient habe? Oder lasse ich mich weiter knechten, klein machen, nicht meine eigene Wahrheit sprechen? Das wirkt sich ja auch immer körperlich aus, wenn du nicht in deiner vollen Kraft und nicht die Dinge tust, die eigentlich in dir stecken, weil wir sind alles super heftige Creators, wir sind Erschaffer. Und dich das zu fragen, lohnt es sich, diese Angst weiter zu haben? Und wem schade ich damit am meisten? Erstmal dir und auch allen anderen Menschen, denen du helfen könntest. Ja, das ist gerade spannend, dass du gesagt hast, das wirkt sich körperlich aus, weil ich hatte ja lange eine Schilddrüsenunterfunktion auch und Schilddrüsenunterfunktion steht auch für, ja,
für das Halschakra. Und das heißt auch, ja, mit deine Wahrheit sprechen, Kommunikation, nach außen gehen, ne? Das ist ein wahres Ich sein. Und ich habe volle Kanne gemerkt, als ich angefangen habe, meine Schilddrüse zu heilen auf natürlichen Wege, wie mehr und mehr mein eigenes Ich rauskam. Vorher hatte ich manchmal echt Probleme, mich auszudrücken, also wirklich das zu sagen, was ich wirklich sagen wollte. Und es haben ja ganz viele Frauen Schilddrüsenprobleme, weil auch auf unserer Welt, in unserer Welt gerade einfach die Männerseite viel mehr dominiert und Frauen viel mehr unterdrückt werden. Aber ich fand das total spannend zu sehen, wie sich das geändert hat, dass ich immer mehr meine Wahrheit sprechen konnte, nur weil ich daran gearbeitet habe. Also du siehst, die Ursachen sind manchmal halt ganz woanders, als man denkt. Mhm. Und da ist es halt, da muss man ja auf sich selber achten und gucken, so, woran könnte das liegen? Was habe ich vielleicht für Erlebnisse früher gehabt, wie ich mit meiner Freundin, die dann dazu geführt haben, dass ich es plötzlich allen recht machen wollte und anerkannt werden wollte? Oder wie Markus mit seiner Mama. Das sind diese Situationen, und wenn du dir erstmal bewusst wirst, was es ist, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann halt daran arbeitest, es auch wieder, ja, so langsam wieder gehen zu lassen und mehr man selber zu werden. Dazu gibt's auch ein sehr gutes Buch von Rüdiger Dahlke, das heißt Krankheit als Symbol. Dass du dich immer fragst, wenn du irgendwas hast, körperliche Beschwerden oder mentale Probleme, was steckt da wirklich hinter? Weil nichts passiert ohne Grund in deinem Leben. Ja, es sind oft auch energetische Sachen und Blockaden, die eben diese Krankheiten auslösen. Und Krankheiten sind ja eh immer auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Also entweder, ja, es ist oft so, dass halt es auf der geistigen und seelischen Ebene zuerst kommt und sich dann als Krankheit manifestiert. Mhm. Und dann steht da zum Beispiel ein Thema hinter, wie unterdrückt zu sein, nicht seine Wahrheit zu sprechen. Weil ich war lange, als ich im Job war, ich habe schon mit Anfang 20 wirklich gedacht, irgendwas stimmt nicht so, wie es ist. Und ich habe aber immer das unterdrückt, das irgendwie auszusprechen, weil mich halt alle für verrückt gehalten haben. Oder ich hatte Angst, dass sie mich für verrückt halten. Und diese ganze Unterdrückung, ja, die musste man dann erstmal wieder aufarbeiten. Und es ging dann ganz langsam, dass ich mehr und mehr einfach wirklich rausgehauen habe, egal was andere denken, was ich sagen wollte und was ich denke. Und das Ding ist, wenn du da Angst hast vor Kritik, dann kann ich dir nur sagen, es ist immer gut, einfach nur von deiner Sichtweise zu sprechen. Du musst nie alle Leute auf der Erde bekehren, dass sie genauso denken sollen wie du. Überhaupt nicht. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und solange du jetzt nicht so sagst, so, das ist der eine Weg, sondern sagst so, ey, das ist meine Erfahrung, entweder resonierst du damit oder halt nicht, dann bietest du auch nicht viel Nährboden für Kritik. Und natürlich, dass du keinen Bullshit erzählst, also nur Sachen erzählst, wie sie waren, weil dann kannst du dich auch nicht verhaspeln oder irgendwie in doofe Situationen kommen, wo einer sagt so, ey, da hast du doch das erzählt, aber im Real Life machst du das ja gar nicht. Mhm. Dann bietest du natürlich voll Nährboden, dass die Leute dich angreifen. Und das ist auch totaler mentaler Stress, wenn du irgendwo was erzählst, was du gar nicht lebst oder bist und auch an der anderen Seite wieder was anderes erzählst und an der dritten Stelle eine dritte Story daraus machst. Am Ende weißt du gar nicht mehr, was du wo erzählt hast, wie du schon gesagt hast, und es macht dich einfach nur fertig. Darum bin ich auch so, dass ich wirklich, wenn ich auch schwerwiegende Entscheidungen treffe oder E-Mails schreiben muss, die manchmal nicht ganz so angenehm sind oder vielleicht eine Absage an jemanden. Ich wollte früher auch es jedem recht machen, bis ich mal verstanden habe, dass ein Nein jemand anderen gegenüber ein Ja für dich ist. Das ist auch immer noch ein Riesenthema, aber darum geht's heute nicht. Aber immer wenn wenn ich dann diese schwerwiegenden Entscheidungen fällen musste und nicht ganz sicher war, was ich machen soll, habe ich dann immer auf mein Bauchgefühl gehört und habe das dann auch immer ganz, ganz ehrlich kommuniziert, warum es jetzt gerade eine Absage ist oder warum es noch nicht passt oder warum ich da keine Lust drauf habe oder so. Am Ende, wenn du Menschen hinhältst und nicht wirklich ehrlich bist mit dir selber und dann auch den anderen Menschen gegenüber, schadest du diesen Menschen, erzeugst vielleicht falsche Hoffnung und schadest aber am meisten auch dir selber, weil du dann gar nicht mehr weißt, wem du was, wie, wo gesagt hast. Und seitdem ich das komplett geswitcht habe und wirklich zu jedem 100% authentisch und offen bin und immer das sage, was ich denke und auch das mache, was ich tue,
hat sich mein Leben so, so, so sehr vereinfacht. Ich habe mal hier, die Carissa hat gerade zwei Fragen rausgeschrieben. Die gehe ich mal kurz drauf ein, bevor wir weitermachen. Und zwar meinte Erik, ich bin nicht sicher, ob ich der Welt genug mitzuteilen habe. Also, du hast ja wirklich deine persönliche Geschichte. Du hast viele Sachen in deinem Leben schon erlebt. Und jeder ist ja ganz, ja, ein absolutes Individuum in dem, was er erlebt hat, wie er es aufnimmt, was er für Challenges überkommen ist, also gemeistert hat. Und jeder Mensch hat eine Geschichte, die er erzählen kann. Jeder. Also es sei denn, du hast von Jahr 1 an nur im Bett gelegen und überhaupt gar nichts gemacht. Davon gehe ich mal nicht aus. Aber es heißt ja nicht umsonst Leben. Und Leben, du erlebst einfach Sachen in deinem Leben. Das ist ganz normal. Und es ist ganz normal, dass du auch Scheiße erlebst und dass niemand diese Bilderbuch-Story aus irgendwelchen Hollywood-Filmen erlebt hat. Jeder hat seinen Rucksack und sein Päckchen zu tragen. Und ich erlebe es auch immer noch jeden Tag, dass man Sachen erfährt von Menschen, wo man dachte, boah, das hätte ich aber niemals gedacht. Das ist ja krass, dass der da durchgegangen ist oder dass er das schon erlebt hat. Das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen noch bei jemandem, wo wir gedacht haben, so, oh krass, das wussten wir gar nicht. Heftige Geschichte, aber es war irgendwie total schön und authentisch, das mal zu hören. Ja, und da hat sich jemand total geöffnet und das erste Mal die Maske fallen lassen, ohne Filter. Und auf einmal hast du gemerkt, da war so eine Herz-zu-Herz-Connection. Und auf einmal hast du dann viele Sachen auch verstanden, warum sich die Person vorher anders verhalten hatte. Und es war einfach so schön zu sehen, wenn sich jemand öffnet, ehrlich, authentisch ist und vom Herzen heraus erzählt. Ja, genau, weil damit erreichst du die Menschen. Also so Sachen. Ich habe mal so einen Blogpost damals geschrieben und 10 Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Und ja, einmal ist das geil so für die eigene Verarbeitung, aber das waren dann Sachen, die ich rausgehauen habe an die breite Masse für jeden zum Lesen, die ich sonst vielleicht nur Freunden erzählt hätte. Und solche Sachen sind natürlich total spannend, auch für andere so einen richtigen Einblick in dein Leben zu bekommen. Und es hilft dir auch wirklich selber auf deinem Weg, diese Sachen mal aufzuschreiben oder rauszuhauen. Ja, das Problem ist, dass wir leider so konditioniert sind, dass wir so viele Filter und Masken tragen. Das fängt ja schon im Kindergarten an, dass wir konditioniert werden über die Schule, über die Ausbildung, die Uni, im Beruf. Und selbst mit meiner Mutter konnte ich erst vor einem halben Jahr, als ich jetzt im Sommer in Düsseldorf war, viele Sachen auflösen. Und sie hat das erste Mal offen über Sachen gesprochen, die ich mich nicht getraut habe zu fragen und die sie natürlich auch selber nie angesprochen hat und selber auch konditioniert gewesen ist, um ihr Rollenbild als Mutter aufrechtzuerhalten. Und seitdem wir das gemacht haben, hat sich so viel verändert. Und sie kommt uns jetzt wahrscheinlich auch in Thailand besuchen. Und das Leben ist einfach viel, viel einfacher geworden und wäre einfacher, wenn die Menschen nicht die Masken tragen würden. Und deshalb ist auch deine Verantwortung und deine Aufgabe, deine eigene Maske vielleicht mal runterzuziehen und andere damit zu inspirieren. Ja, weil damit erreichst du die Menschen wirklich richtig. Und der Jobert fragt, der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, zum Beispiel zum Start eines Podcasts, der ist natürlich immer jetzt. Oder gestern war. Oder gestern. Der perfekte Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, heute. Und du bist nie zu spät damit. Das hatte ich auch ganz oft, weil ich dachte, boah, jetzt gibt's schon so viele Podcasts. Oder eigentlich war ich doch schon vor einem halben Jahr ready. Jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Nee, wenn du dann in einem Jahr zurückguckst, denkst du, gut, dass ich das an diesem Tag am 19. Dezember 2018 gestartet habe. Weil man unterschätzt wirklich, was alles in einem Jahr passiert. Und du kannst natürlich, stell dir einfach mal ein Mikro hin und nimm mal eine Podcast-Folge nur für dich auf, die du dir nachher anhörst. Die veröffentlichst du nicht, du nimmst sie erstmal nur für dich auf. Ist ja ganz easy. Ja. Und das ist schon mal die erste Frage, überhaupt einfach mal sowas zu machen. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu dem Punkt, was es dich kostet und die Welt kostet, wenn du an dieser Angst festhältst. Ja, es ist im Grunde ein Disservice auch an der Welt, weil alles, was du für die Welt tun und geben könntest, all das Potenzial, was du quasi ungenutzt lässt, stellst du der Welt und anderen Menschen nicht zur Verfügung. Und die Welt ist jetzt so weit nach vorne gekommen. Wir sind so sehr als Menschheit gewachsen, weil es immer wieder Menschen gab, die ihr Wissen geteilt haben. Und gerade in den Zeiten vom Internet war es noch nie einfacher als heute, deine Erkenntnisse und dein Wissen zu teilen. Alles, was ich jetzt bin, habe ich dank anderer Menschen gelernt. Andere Podcasts, die ich verfolge, andere Blogs, die ich lese, YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe. Das ist alles Wissen und Know-how von anderen Menschen, die mich inspirieren. Und hätten die nicht ihre Biografie geschrieben oder ihren Blog gestartet, wäre ich viel, viel dümmer und blöder und hätte nicht das eigene
Potenzial so entfalten können, wie es heute entfalten kann. Ja, dann wär's so wie früher, dass du da dein Bücherregal hast und irgendwie ewig brauchst, um dir Wissen anzueignen. Mhm. Und die Zeiten sind halt ja echt vorbei. Genau, und wenn du trotzdem Angst hast, dann frag dich doch mal, was für Opportunitätskosten hat es, diese Angst weiter in dir zu tragen? Wie sieht dein Leben aus in einem Jahr, wenn du nichts änderst und weiter diese Angst hast und sie dich bestimmt? Was macht das mit dir mental? Was macht das mit dir aber auch körperlich? Und was macht das vielleicht mit deinem Umfeld, dass du nicht deine eigene Wahrheit sprichst und rausgehst und auch mal ein Statement raushaust? Und was macht es mit dir, wie sieht dein Leben in 3 Jahren aus? Stell dir das mal vor, dann bist du schon 3 Jahre älter. Oder in 5 Jahren und du hast immer noch diese Angst. Oder in 10 Jahren. Das ist doch schrecklich, das ist eine Katastrophe, das willst du nicht. Und deshalb ist das Schöne, als Mensch kannst du jederzeit, wir haben den freien Willen, du kannst in jeder Sekunde etwas ändern. Und du kannst in jeder Sekunde eine Entscheidung zu treffen, ich möchte nicht mehr trinken, ich möchte nicht mehr rauchen, ich möchte mich nicht mehr klein machen lassen, ich möchte meine eigene Wahrheit sprechen. Du kannst in jeder Sekunde, vielleicht inspiriert jetzt auch das Facebook Live, danach eine Entscheidung treffen, wie du dich in Zukunft anders verhalten möchtest. Und das ist ein riesen Geschenk, das wir haben als Menschen. Und das sollten wir auch nutzen und uns nicht klein machen lassen und fremdbestimmen lassen von anderen Menschen. Und du hinderst ja auch dein eigenes Wachstum. Und es gibt 6 Grundbedürfnisse der Menschen und die 2 wichtigsten sind Wachstum und Contribution. Und also das sind die dich nachhaltig am glücklichsten auch machen. Und die einen am meisten erfüllen. So, wenn du kein Wachstum hast, dann bist du nicht erfüllt. Und Wachstum entsteht immer erst außerhalb deiner Komfortzone. Und wenn du Angst hast, ist das ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass du genau darüber hinweggehen solltest. Weil da genau entsteht das Wachstum. Also Angst ist auch immer ein guter Indikator für dich selber. Und oft ist es auch so, wenn du jetzt mehr in deine wahre Größe gehst und Sachen raushaust, dass andere Menschen Angst haben, wenn du wächst oder dich veränderst, dich zu verlieren und dich deshalb auch zurückhalten wollen, jetzt zum Beispiel in deinem Umfeld. Und ja, da muss man echt drüber kommen, weil willst du die happy machen oder willst du dein Leben leben? Ne? Das ist immer die eine Frage. Und dein Leben ist so unglaublich limitiert. Du hast nicht viele Jahre auf dieser Erde. Es ist so sehr begrenzt. Willst du deine Eltern glücklich machen, deine Freunde glücklich machen, deinen alten Lehrer glücklich machen, deinen Arbeitgeber glücklich machen? Oder willst du deinen eigenen Traum leben? Willst du dein eigenes Leben kreieren? Willst du deine eigenen Stärken und dein eigenes Potenzial leben? Das solltest du dich jeden Tag fragen. Und du hast die Chance dazu. Gerade im deutschsprachigen Raum haben wir so viel Sicherheit und ein so engmaschiges Netz, dass nicht viel passieren kann, wenn du dich vertraust. Ja, genau. Und wenn du du willst raus vielleicht aus der 9-to-5-Falle oder sonst was und du traust dich nicht, online sichtbar zu werden, dann kannst du natürlich auch online kein Produkt oder keine Dienstleistung verkaufen. Also entweder musst du dann sagen, ich halte an der Angst fest und mach das nicht und lebe lieber wieder das andere. Oder du sagst, nee, ich möchte das, das ist das, wo mein Herz hin will. Und dann gibt es keinen Weg vorbei, ja, über diese Angst hinüberzukommen. Also wirklich zu sagen, die ist da, aber ich mache es trotzdem. Weil die größten Kosten, die du in deinem Leben hast oder in deinem Business, sind nicht die durch Fehler entstehen, sondern das sind Kosten, die entstehen, weil du Chancen liegen lässt, weil du ready bist, weil dein Podcast noch nicht da ist und du anderen Menschen helfen kannst, weil du denen kein Angebot machen kannst. Das sind die größten Kosten, das ist der größte Opportunitätskostenfaktor, ne? In deinem Leben, ja. Genau. Ja. Ja. Hab dir mal reingeschrieben, genau, was es genau ist, welche Angst es genau ist, sichtbar zu werden, die du direkt spürst, wenn du nur daran denkst. Was kommt da in dir hoch? Ich bin mir ziemlich sicher, ne, dass das bei allen Leuten die gleichen Ängste sind. Die sind dann auf der Grund der Geschichte desjenigen anders entstanden, aber die sind immer gleich. Ja, super. Der Fabian schreibt, gerade vor 2 Monaten hat er so viel Schiss gehabt, seinen Podcast zu veröffentlichen über seine Vergangenheit mit sozialer Phobie, Intro, Depression, Panikattacken und mittlerweile, er hat es jetzt trotzdem gemacht. Glückwunsch dazu, Fabian, richtig geil.
Und er hat nur super nettes Feedback von seinen Eltern bekommen, Leuten, die ihn nicht kennen, und danken dafür, dass er öffentlich darüber redet. Und sich im Gegenzug öffnen sich diese Menschen. Weil du bist ja gleichzeitig auch wieder eine Inspiration für andere Menschen. Wenn du darüber redest und wenn du es trotzdem tust, kannst du einen Ripple-Effekt in der Welt auslösen. Ja, also das kann deine ganzen Beziehungen und dein ganzes Leben wirklich verändern, ne? Oder der Jobert sagt, er weiß nicht, ob das Thema cool genug ist. Das ist auch immer die Angst, dass man denkt oder vergisst, was man für Fähigkeiten hat und was man für spannende Stories schon erlebt hat oder was für eine eigene spannende Story man hat. Und jeder hat so viel zu erzählen. Und es gibt immer Menschen draußen, die genau mit dir connecten, mit denen du genau auf einer Wellenlänge bist. Genau, weil du musst ja gar nicht allen gefallen. Also das kannst du ja gar nicht, weil im echten Leben bist du ja auch nicht mit jedem befreundet. Da hast du auch Leute, um die du lieber einen großen Bogen machst oder nicht. Und die gibt's natürlich online auch. Aber wenn du einfach so bist, wie du bist, werden die sich auch entweder von dir angezogen fühlen oder nicht, auch wegbleiben. Mhm. Und die fahren dann einfach in einem anderen Bus. Aber es müssen ja nicht alle in deinem Bus mitfahren. Ne? Und in dem Moment, wo du dich abhängig machst von der Meinung von anderen Menschen, bist du nur noch das, was du denkst, was andere über dich denken. Genau, du bist das, was du denkst, was andere über dich denken. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Also das ist der absolute Wahnsinn. Dann überleg mal, was das für ein eigenes Gefängnis ist, was du dir gebaut hast. Wenn du dich davon abhängig machst, dass du dich darüber definierst, was andere von dir denken und nicht darüber, was du wirklich bist, was deine eigene Kraft ist. Ja, also dann haben wir ja noch hier, warum Angst wirklich nur halb so wild ist, wie du denkst. Also eine Sache hatten wir ja eben, dass Angst halt immer im Kopf entsteht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es mal sein kann, dass sich irgendwer kritisiert oder rumpöbelt. Ne? Also der Gefahr setzt du dich aus. Die kannst du natürlich nicht vermeiden. Das ist aber auch im Real Life so. Das ist auch im Real Life so. Wenn du dich im Leben bewegst, kann es auch immer Menschen geben, die nicht d'accord gehen mit dir. Aber eins können wir schon mal sagen. Also wir kennen ja auch unendlich viele Unternehmer. Jeder hatte diese Angst. Es gibt nicht einen, der keine Angst davor hatte. Und die haben es trotzdem gemacht. Also ist immer die Frage, wenn alle anderen das auch overcomen, wie heißt es auf Deutsch, darüber hinwegkommen konnten, dann kann es jeder. Das ist einfach so. Also es ist nicht so, dass es die Überflieger gab, die diese Angst nicht hatten. Ist nicht so. 100% nicht. Dafür kennen wir zu viele Leute, die erfolgreich sind, von denen wir das wissen, mit denen wir nahe befreundet sind. Und das Geniale ist ja, sobald es ein Mensch gemacht hat, heißt es, dass auch alle anderen Menschen auf dieser Erde erreichen können und machen können, weil wir alle das gleiche Potenzial haben. Ja, und wenn einer es macht, gibt er gleichzeitig anderen die Erlaubnis, es auch zu machen und es zu können, egal bei was. Mhm. Also, und dann auch noch die Sache, nimm dich selber nicht zu wichtig. Also man hat ja oft so ein Ego und es ist nämlich so, du denkst, ach, Leute denken jetzt den ganzen Tag nur darüber, was du gesagt oder gemacht hast. Aber die Leute haben ja auch ihr Leben. Die haben ja noch ganz viele andere Sachen in der Welt, worauf die fokussiert sind. Und die denken nicht den ganzen Tag nur an dich. Also, ja, also wirklich den Fokus auch zu shiften. Es geht nicht um dich. Auch wenn du was raushaust, geht es eher darum, wen kannst du inspirieren, als was mit dir ist, diesen Fokus von dich auf andere zu shiften. Mhm. Das ist halt total. Und das Geniale ist, du hast eigentlich immer in der Hand, egal was passiert, wie du darauf reagierst. Also das Einzige, was du immer in deiner Hand hast, ist deine eigene Reaktion. Also lässt du dich von etwas runterziehen oder nicht? Du hast immer die Chance, dich für das eine oder für das andere zu entscheiden. Und das ist dein freier Wille. Das kannst du selber entscheiden. Du bist in der Position, selber dein Leben in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, nehme ich das jetzt an oder nicht? Wenn einer böse mit dir ist, dich kritisiert, nehme ich das jetzt an oder nicht? Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Leben. Und nichts, was andere tun, ist quasi aufgrund von dir. Das ist auch immer deren eigene Wunden und Schmerzen. Und wenn du vielleicht was raushaust, was jemand anderen triggert, dann muss irgendwas in ihm sein, was vielleicht noch nicht geheilt ist oder was in ihm irgendeine Wunde öffnet, weil sonst wäre ihm das total egal, was du sagst.
Das ist auch mal ganz gut zur Selbstreflexion. Wenn dich irgendwas triggert, dann mal zu überlegen, warum triggert mich das überhaupt? Was ist da noch tief in mir drin? Was habe ich vielleicht noch für einen Glaubenssatz? Das ist super, super spannend. Ja, das ist total spannend. Weil wenn du das aufgelöst hast und wirklich es schaffst, ganz oft oder nur noch in deinem Higher Self zu sein, dann dürfte dich auch nichts mehr triggern auf dieser Erde. Genau, aber bei uns gibt es auch immer noch Sachen, die uns triggern. Aber mittlerweile sind wir gut da drin, zu erkennen, so, warum triggert uns das eigentlich gerade? Und dann zu gucken, woran liegt das? Was haben wir für ein Erlebnis oder Glaubenssatz, der dieses Triggern auslöst? Und so musst du halt auch, du kannst auch Compassion mit anderen Menschen haben, wenn sich da jemand über dich aufregt und dich das vielleicht gar nicht tangiert, dass du dann vielleicht sagst, ach, der Arme, vielleicht hat er noch ein krasses Problem oder irgendwas, was er für sich auflösen muss, dass ich ihn jetzt damit so trigger. Also Compassion zu haben, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Sich in die andere Person auch reinversetzen, so warum, was könnte der für einen Grund haben, dass er das vielleicht macht. Und natürlich auch auf Kritik niemals ins Argumentieren gehen. Eine ganz gute Gedankenübung ist auch, wenn du mit jemandem wirklich Stress hast und der reizt dich, der nervt dich, der geht dir auf den Senkel, dass du denkst, so derjenige, der hat auch eine Mama, der hat einen Papa, der hat Geschwister, der wird auch geliebt von irgendjemandem. Und ihn, oder nicht geliebt. Oder nicht geliebt. Und dadurch versuchen ihn auch als Mensch zu sehen. Weil manchmal versteift man sich dann so auf diese eine Sache, auf diesen einen Vorfall. Gibt es auch ein gutes Beispiel, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dich schneidet irgendjemand oder fährt viel zu langsam vor dir und du rastest fast aus da in deiner Fahrerkabine und fluchst und schimpfst. Und machst dann mal kurz den Mindshift, das ist deine Mama, die gerade völlig überfordert ist in diesem Straßenverkehr. Die vielleicht schon 80 ist und kaum noch fahren kann. So, was wäre, wenn das was jetzt wäre, so wäre? Wärst du dann immer noch so sauer oder hättest du vielleicht ein bisschen Compassion? Und auf einmal kannst du das Ding wieder auflösen. Zu sehen, so, wir sind alle verbunden und sind alle nur Menschen und jeder tut immer nur sein Bestes mit den Informationen, die er gerade zur Verfügung hat. Vielleicht ist er gerade noch nicht so weit und hat noch nicht die Informationen oder die Arbeit gemacht, die du gemacht hast. Und du musst jetzt natürlich auch unterscheiden zwischen jemandem, der irgendwie konstruktive Kritik hat. Da würde ich immer mal überlegen, so, ach, hat er vielleicht recht und kann ich mich verbessern, ne? Weil keiner ist unfehlbar. Oder jemanden, der wirklich nur rumpöbelt, das hat man ja auch schon mal gerne unter YouTube-Videos oder so. Und da würde ich echt keine Energie drauf verschwenden, sich über so jemanden zu ärgern. Oder wenn du eine eigene Gruppe hast und jemand pöbelt wirklich nur rum, ohne Hand und Fuß, dann schmeißt du den raus. Das ist dein Wohnzimmer. Wenn der bei dir sein will, ne, dann muss er entweder mit konstruktiver Kritik kommen oder halt bei sich bleiben und darum pöbeln. Ne? Also ich meine jetzt so richtige Trolle, die es ja auch im Internet gibt. Ne? Das ist ja dein Raum und deine Regeln und du lässt aber auch niemanden bei dir zu Hause rein, den du da nicht haben willst, der sich die ganze Zeit daneben benimmt. Also du kannst ruhig Grenzen setzen, aber wenn jemand konstruktive Kritik hat, auch immer hinhören und reflektieren und vielleicht auch, wenn es harte Kritik ist, vielleicht sich nicht direkt damit befassen, aber zumindest irgendwo schon mal aufgeschrieben haben, dass du dann später, wenn vielleicht so ein bisschen der Staub sich wieder gesetzt hat, dass du dir das dann doch vielleicht einmal zu Herzen nimmst und kurz reflektierst, ob irgendwas daran stimmen könnte. Ja, also einfach das so neutral mal hinzunehmen, wenn irgendwas passiert, sozusagen, interessant. Interesting. Also mit so einem Beginners-Mind auch so ein bisschen durchs Leben zu gehen. So alles, was passiert, erstmal wieder wie so ein Kind zu erleben und zu sagen, interessant, okay, was mache ich jetzt daraus mit dieser Information? Und nicht aufgrund der ganzen Konditionierung in so ein Programm zu fallen und dann direkt darauf zu reagieren. Ganz oft ist auch eine super Lösung, nicht zu reagieren, also Non-Reactivity. Wenn irgendjemand irgendwas Doofes macht oder sagt oder vielleicht auch Gutes, manchmal ist es auch gut, einfach gar nicht darauf zu reagieren und kurz es sacken zu lassen. Ja, und dann wirklich seinen Fokus mal zu shiften, Kitesurfen zu gehen oder so. Und danach siehst du das gar nicht mehr so wild, wie du das vielleicht in dem Moment gesehen hast. Ne? Mhm. Und du gibst ja immer dein Bestes. Du gibst einfach immer deine 100% und diese 100%, die ändern sich ja von Tag zu Tag. Und mehr als dein aktuell Bestes geben und sagen und raushauen, kannst du nicht. Mehr geht nicht. Aber so du 100% gibst, alles cool. Je nachdem, in welchem State du gerade bist, wenn du dein Bestes immer gegeben hast, musst du dir keine Vorwürfe machen. Und das Leben auch wieder so ein bisschen mehr mit Leichtigkeit zu sehen und mit Spaß, also wie ein Spiel. So, jetzt habe ich was gemacht, ups, das war nicht so cool, mache ich halt nochmal. Also so ein bisschen sich mal nicht
diese Schwere rausnehmen. Diese Schwere, ich glaube, die ist gerade aktuell auch in dieser Welt sehr, sehr verbreitet, dass alles schwierig ist und alles mühsam ist. Und genau, wir beide hatten gestern auch so einen Aha-Moment, wo wir dann dachten, unsere Probleme wären schwerwiegend oder es war irgendwie nicht, manche Sachen sind halt irgendwann einfach nicht mehr im Flow. Und dann kann man sich da auch reinsteigern. Und dann kriegt man aber auf einmal eine Nachricht, die ist so heftig, dass du denkst, bist du eigentlich verrückt? Über was machst du dir hier Gedanken? Warum bist du gerade miserable und regst dich über Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten im Leben auf, wenn man dann wieder so eine heftige Nachricht hört? Oder eine Story, ja genau, von jemand anderem, der richtig krasse Probleme hat. Mm. Also das ist einfach dann, das ist immer das Verhältnis so. Und manchmal ist es ganz gut, dann auch mal wieder einzuchecken in die wirkliche Realität, um zu sehen, wie groß sind deine Probleme, sind sie vielleicht eher nicht. Ja, und Tipps, die uns noch geholfen haben, sichtbar zu werden, ist wirklich, sich auch vorzustellen, dass du zu einer Person sprichst. Oder bei einem Blogartikel, dass du schreibst, ja, liebe Sabine, genau. Und dann fängst du an zu schreiben, als würdest du nur einen Brief an diese eine Person schreiben, dass das dann natürlich ganz viele Personen lesen. Das ist dann die andere Sache. Aber dann, ja, kannst du dich A, mehr öffnen und hast auch nicht so das Gefühl, ja, die ganze Welt kriegt es jetzt mit. Mhm. Und wenn du sowas veröffentlichst oder dann raushaust, ist super, super cool. Ja, und was auch hilft, heutzutage gibt es auch eine riesen Addiction, dass man dann checkt, wie viele Likes hat mein Post oder wie viele Herzchen hat mein Instagram-Post bekommen, wie viele Views meine Instagram-Story. Und da machst du dich ja wieder abhängig von externen Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber das Beste ist wirklich, diesen Post abzusenden, den Blogartikel zu veröffentlichen, die Podcast-Folge zu veröffentlichen und das Ganze dann erstmal zu vergessen, wieder was anderes zu machen. Und auch wirklich den Fokus auf die guten Sachen richten. Weil oft ist es ja so, du kriegst ganz, ganz viele gute Kommentare oder Feedbacks und fokussierst dich dann auf den einen, der das nicht cool fand. Oder meinetwegen die fünf, die es nicht cool fanden. Aber du fokussierst dich nicht auf alle, die Hunderte, Tausende, die du damit erreicht hast. Und ganz oft ist es so, wenn Leute was gut finden, kennen sie sich nicht. Aber wenn jemand was scheiße findet oder irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann schreit er rum und macht Randale. Und die sind natürlich in deiner Wahrnehmung immer viel lauter, die Menschen, die Kritik üben, als die Menschen, denen du geholfen hast. Ja, und es natürlich auch, was uns auch mega natürlich geholfen hat, ist halt auch ein geiles Umfeld von Leuten, die auch Machertypen sind, die einfach mal Sachen raushauen, die über Kritik und Challenges hinweggehen, Sachen trotzdem machen, obwohl sie Angst haben. Wenn du in so einem Umfeld bist, dann machst du das natürlich viel eher auch. Und ich habe noch einen kleinen Hack, was ich manchmal mache, wenn mich was ärgert oder triggert und ich merke das und ich will gerade sauer werden oder irgendwie, ja, böse, dann ich lache. Das ist eigentlich total, steht dem total gegenüber. Aber allein durch diese physische Aktion des Lachens aktiviert man Teile im Gehirn, die dich wieder glücklicher machen lassen. Und ja, wenn mich irgendwas geärgert hat, fange ich an zu lachen. Dann denken die Leute, ist der bekloppt oder der. Aber ich bin dann direkt in einem anderen State. Okay. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir nochmal hier 5 Fragen, die deine Energie da mal neu ausrichten können. Und wir lassen jetzt auch mal, ihr schreibt gleich mal alle Ängste rein, die ihr habt. Und dann lassen wir die alle mal zusammen los. Wir schmeißen die hier in Brasilien auf die Lagune in den Wind. Und dann gehen die ab zurück ins Universum. Also schreib mal rein, was kostet dich wirklich an dieser Angst festzuhalten? Also welche Träume und Ziele kannst du dir vielleicht nicht erfüllen, weil du an dieser Angst festhältst? Welche Chancen würdest du vielleicht verpassen? Welche Gelegenheiten würdest du nicht nutzen können? Ja, welche coolen Sachen könnten passieren, die nicht passieren können, weil du Angst hast? Weil du nicht rausgehst, weil du vielleicht nicht auf die Menschen zugehst. Weil du einfach einen Schiss hast. Weil du ein Schisser bist. Genau. Und weil du dich davon abhängig machst, was andere über dich denken. Und dich darüber definierst, was andere für dich denken. Und du bist dann das, was du denkst, was andere über dich denken. Als ich das einmal verstanden habe, denkst du, das ist doch völlig bescheuert. Das ist völlig verrückt. Schreib mal rein, welche Ängste wollt ihr jetzt mit uns hier auf die Kite-Lagune schmeißen in den Wind? Nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Zu wenig Anerkennung zu haben.
Angst vor Kritik. Angst vor Kritik. Vor doofen Kommentaren. Angst vor dem Shitstorm hat irgendeiner vorher mal geschrieben. Ich kann dir sagen, das passiert echt relativ selten. Wir haben auch noch keinen gehabt, aber es ist natürlich immer die allergrößte Angst, die man sich ausmalt. Oder wenn man seinen Job kündigt, dass man nie wieder einen neuen Job findet oder nie wieder Geld verdient und dann die Miete nicht zahlen kann, kein Geld für Essen hat, obdachlos wird und dann stirbt an Hunger. Das ist ja diese Spirale, in die man geht. Diese Worst-Case-Szenarien, die man sich ausmalt, die aber sowas von unrealistisch sind. Ja, oder welche, also wie sehr hältst du dich zurück aufgrund dieser Angst? Also welche konkreten Steps, die du jetzt als nächstes machen würdest, um sichtbarer zu werden, hältst du zurück, weil du Angst hast? Und auch, woher kommt diese Angst? Dass du mal überlegst, woher ist das eigentlich? Was habe ich vielleicht mal erlebt in meiner Vergangenheit? Schreib das mal alles rein, das lassen wir gleich alles mal los auf die Lagune. Was alles für Erlebnisse habe ich gemacht? Wer habe ich doof behandelt? Ja, nicht anerkannt zu werden, schreibt jemand. Ja, es ist genau das. Oder einen Shitstorm zu bekommen. Völligen Shitstorm. Ganz oft denkt man auch, die Leute hätten so viel Zeit für einen. Im Grunde bist du relativ unwichtig. Ja. Und die wenigsten kriegen überhaupt mit, was du machst. Aber das, dein Ego sagt natürlich erstmal, ich bin der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt und alle gucken nur auf mich den ganzen Tag, 24 Stunden lang. Haben nichts anderes zu tun, als zu checken, ob du wieder was veröffentlicht hast. Genau. Die sind einfach nur hinter dir her und wollen dich klein machen. So. Bullshit. Ist es. Kannst Bullshit. Du gehen lassen, diesen Glaubenssatz. Das kannst du gehen lassen. Die Leute haben ihr Leben, ne? Oft, das sieht man ja oft wirklich im Marketing, da denken die Leute, oh, ich habe jetzt einen Post gemacht und keiner hat mein Produkt gekauft. Dann liegt das oft nicht daran, dass das Produkt vielleicht keiner kaufen will, sondern derjenige hat es einfach nicht gesehen. Weil du nur dachtest, jetzt poste ich einmal und die ganze Welt ist natürlich jetzt da, um... Hat nur darauf gewartet. Hat nur auf dich gewartet, dass du diesen Post schreibst und... Oder Milton sagt, er bekam oft in seiner Jugend, in seiner Family zu hören, er sei ein Taugenichts, weil er total anders tickt als alle seine Familienmembers. Ganz typisches Ding. Kannst du loslassen. Das lassen wir gleich alles los. Ne? Und ja, bevor wir das jetzt gleich alles loslassen, also bist du denn bereit, du selbst zu sein, also so zu sein, wie du bist? Also jetzt vielleicht nicht von 0 auf 100, das ist ein Prozess, aber immer mehr, also immer mal wieder einen kleinen Teil mehr, dich auch vielleicht verletzlich zu zeigen. Ne? Das ist ja auch sich verletzlich zeigen, wenn man Sachen raushaut. Und frag dich, wie sehr lebst du denn schon deine beste Version von dir selber? Wie sehr bist du in deinem Higher Self? Was geht da noch alles? Und welche Schritte und Entscheidungen könntest du jetzt schon treffen, um ein besserer Mensch zu werden? Und dich nicht mehr von anderen klein machen zu lassen und nicht von anderen Menschen beeinflussen zu lassen. Ja, weil die Zeit wirklich, in der wir gerade leben, es ist vorbei, dass sich alle klein machen lassen. Und sich nur dem System anpassen und nur machen, was andere wollen, sich selbst total dabei vergessen. Es ist vorbei. Ende aus. Die Zeiten und auch die Energien auf der Welt, die verändern sich. Und es ist mehr und mehr möglich und auch nötig, in deine volle Größe zu gehen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat Glaubenssätze. Jeder hat eine Family. Jeder ist zur Schule gegangen, hat eine Ausbildung gemacht mit Ausbildern, sogenannten Autoritäten, die einen beeinflusst haben. Oder der Jobert hat gesagt, er hat immer noch die Stimme seines Vaters im Hinterkopf. Ich muss erst was lernen, ein Zertifikat haben für etwas, bevor ich anderen etwas erzählen kann. Völliger Bullshit. Das interessiert heutzutage kein Mensch mehr. Es ist nice to have, wenn du gute Zertifizierung gemacht hast und eine gute Ausbildung und dein Handwerk verstehst. Aber die Menschen wollen mit dir connecten und sie wollen die Lösung für ihr Problem haben. Wenn du schwer krank bist, interessiert es dich ja auch erstmal nicht, wie viele zigtausend Zertifizierungen der Arzt gemacht hat. Wenn er der Beste auf dem Gebiet ist und er kann dir helfen, dann vertraust du ihm. Angst, dass keinen interessiert. Angst, verspottet zu werden. Dass keinen interessiert, ja. Marc will was ändern, deswegen ist er hier. Dann lassen wir das jetzt alles mal los, würde ich sagen. Ja, das lassen wir jetzt gleich mal alles los. Aber genau, du kannst auch, ne, wenn du dann ein paar Leute hast, mal fragen, so, ey, interessiert dich das? Und wenn nicht, was würde dich denn von mir interessieren?
Aber ganz ehrlich, man ist immer, also ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch. Ich könnte Leuten 200 Millionen Fragen stellen, mache ich auch immer. Und ich bin an jeder anderen Person interessiert. Also ja, jeder hat was Cooles zu sagen, weil er einfach gelebt hat. Ja, und die Zeit ist genau jetzt. Also wir brauchen gerade in diesen unruhigen, wilden Zeiten Menschen, die mutig sind, die nach vorne gehen, die ihre eigene Wahrheit sprechen, die sich nicht mehr unterdrücken lassen. Ja, weil damit gibst du auch gleichzeitig wieder die Erlaubnis, anderen das zu tun. Und ja, holst das Beste halt auch aus dir raus, ne? Und Wachstum ist eins der coolsten Sachen im Leben. Und du hast das Geburtsrecht, Dinge zu hinterfragen und Konventionen, veraltete Konventionen nicht einfach zu übernehmen. Von erdacht von Menschen, die auch nur Menschen waren und nicht klüger waren als du. Aber weil es alle machen, machen es dann viele mit. Aber das musst du nicht. Du hast deinen freien Willen. Ja. Du kannst jederzeit was ändern. Und du bist ja hier schon von total geilen Leuten umgeben, die genauso denken. Also du bist ja nicht allein. Okay, cool. Sollen wir das mal gehen lassen? Okay, cool. Dann lassen wir jetzt mal alle Glaubenssätze, die, ja, nicht anerkannt zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein, nichts zu sagen zu haben. Ein Versager zu sein. Nicht genug Fähigkeiten zu haben. Noch nicht die richtige Ausbildung zu haben. Erst noch 10.000 Kurse und Seminare zu belegen. Genau. Und Angst vor Kritik. Das tun wir mal alles in so einen coolen, runden, durchsichtigen Ball rein. Alle Ängste, alle Sorgen rein. Und den schmeißen wir jetzt zusammen auf die Lagune. 1, 2, 3. Raus in den Wind. Hier ist Wind, ne? Hier ist richtig guter Wind. 30 Knoten. Das 30 heißt, Knoten. Alle deine Ängste, die sind gerade verwirbelt. Die sind hier am Äquator. Kein Mensch weiß mehr, wo die sind. Und die fliegen jetzt ganz weit weg. Genau. Und du merkst schon so in deinem Körper, wie da wieder so ein bisschen Platz frei wird. Wieder ein bisschen mehr Freiraum ist und Leichtigkeit und Flow. Du hast wieder Platz für neue Dinge, für neue Erlebnisse und neue Glaubenssätze. Und dein SpongeBob, die kleine Angst, die lacht, die freut sich, die sagt so, ey, finde ich geil. Ich nehme mich jetzt mal wieder was zurück und du machst dein Ding. Wie fühlt sich das jetzt an für dich, wenn du dir selber mal die Erlaubnis gegeben hast, das loszulassen? Genau. Wenn du selber mal in deine Kraft kommst und sagst, okay, ich kann das loslassen, ich brauche das nicht mehr. Das war ein Teil von mir, aber der dient mir gerade einfach nicht mehr. Ich brauche das nicht weiter. Und wenn du jetzt sagst, yes, es fühlt sich geil an, ich bin ready. Ich will jetzt auch endlich rausgehen, um mein Licht scheinen zu lassen. Ich will mein Know-how, meine Fähigkeit und mein Wissen in die Welt raushauen. Und wenn du ein Experte oder Coach bist und mit deinem Know-how anderen Menschen hilfst, ihre Probleme zu lösen, entweder in ihrem Leben oder in ihrem Business. Und wenn du Bock hast, mit unserer Hilfe ein 6-stelliges skalierbares Online-Business aufzubauen, mit deinem Expertenwissen, dann bist du hier genau richtig in der Gruppe endlich raus aus der Zeit gegen Geldfalle und du bist genau richtig bei Feli und mir. Denn wir haben das Know-how dazu und wir haben eine Strategie für dich. Wir helfen nämlich Trainer, Coaches und Experten, Speaker mit unserer Step-by-Step-Strategie, ein skalierbares Online-Business aufzubauen, das du von überall auf der Welt betreiben kannst, mit mehr Zeit, Geld und Freiheit. Wo du aber auch wirklich dann voll in deine Größe gehst und auch rausgehst. Und anderen Menschen dienst. Also es ist wichtig, dass dir deine Kunden wirklich am Herzen liegen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn du das bist, dann haben wir beide und unser DNX-Team jetzt in den nächsten 48 Stunden Zeit für dich reserviert, für ein Strategiegespräch, um mit dir gemeinsam darüber zu sprechen, wie du das erreichen kannst. Und wir entscheiden, ob wir dir helfen können oder nicht. Weil das Ganze ist nicht für jeden. Also es ist für Experten, die Experten-Know-how haben zu einem bestimmten Thema. Ganz oft hat man aber schon Experten-Know-how zu einem bestimmten Thema, mit dem du anderen Menschen hilfst. Und das Ganze ist 100% kostenlos und ich verspreche dir, es werden die besten 45 Minuten in deinem Leben, die du je in dein Business investiert hast. Genau, und wir haben wirklich jetzt nur 2 Tage aufgemacht, damit wir das auch leisten können. Also wenn du Bock darauf hast, dann sei auf jeden Fall schnell.
Nach unserem letzten Facebook Live sind wir ein bisschen überrollt worden von so vielen Dingen, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen jetzt erstmal nur zwei Tage auf. Und wenn du dann wirklich noch einen Termin haben willst, dann müsstest du uns eine E-Mail schreiben. Also das ist wirklich für Leute... Warte mal, ich schreibe jetzt mal die URL in den Chat. Oder die Clarissa, ja. Gucken. Clarissa ist auch noch da. Ja. Ja. Das funktioniert gerade nicht, aber ich habe einen Zettel vorbereitet. Dann geh jetzt auf www.dnxunlimited.de/call und buch dir dein kostenloses Strategiegespräch mit uns, mit unserem DNX-Team. Warte, jetzt kann ich, glaube ich, auch was in den Chat posten. Hast du auch schon? Okay, ah, cool. Doppelheld besser. Genau, und dann gehen wir auf dieses Gespräch und ich kann dir sagen, du wirst absolute Klarheit über dich und dein Business bekommen, über dein wahres Potenzial, über das Problem, was du für andere Menschen löst und auch, was du für Preise dafür nehmen kannst. Weil was wir coachen und wo wir die Experten drin sind, ist, dass du ein hochpreisiges Premium-Programm erstellst, um schneller zu deinem Einkaufsziel zu kommen, um mehr Geld zu verdienen, das Ganze skalierbar aufzusetzen und weniger zu arbeiten. Weil die Zeit der Experten ist jetzt. Und die Zeit der Experten, sichtbar zu werden, ist genau jetzt. Und übrigens, dieses Ganze sichtbar werden, in deine eigene Kraft gehen, deine eigene Größe zu gehen, wie du richtig kommunizierst, darin sind wir auch die Experten und das lernst du auch alles von uns. Und das erfährst du auch genau in dem Strategiegespräch, welche Strategie wir da anwenden und ob du der richtige Fit bist, ob wir dir helfen können und dann können wir dir eventuell ein Angebot machen, mit uns zu arbeiten. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, dich in dem Strategiegespräch erstmal wieder zu sehen. Ja, aber es sind wirklich jetzt die Zeiten für Experten, weil ne, wenn ich was online suche oder wenn ich eine Lösung zu einem Problem suche, suche ich ja auch online. Also ich gehe ja nicht mehr durch die Stadt und gucke, ob es irgendwo einen Shop gibt oder so. Oder man ist ja auch weltweit unterwegs. Und von unterwegs aus ist online einfach die beste Möglichkeit. Und die Menschen, die wollen halt auch Probleme sofort lösen und nicht irgendwie erst in 3 Jahren. Und deswegen ist es so schade, dass halt so diese alte Variante war, man baut erst jahrelang Expertenwissen aus und profiliert sich mit kostenlosem Content und so weiter, bevor man wirklich ein Angebot macht. Mhm. Und das ist vorbei, weil die Menschen haben jetzt dieses Problem und sie haben ein großes Problem und sie wollen das Problem jetzt lösen und du bist der Experte. Warum machst du ihnen nicht direkt das Angebot, das ihnen hilft, zum Premiumpreis, zum Hochpreis? Weil damit hast du dann auch wirklich nur die Leute in deinem Programm, die es auch wirklich ernst meinen, die dann auch in deine Coachings kommen, die deine Übungsaufgaben machen. Aber dafür musst du auch wirklich halt ein transformatives Programm erstellen und kein Programm, was rein auf Information basiert, weil Information ist mittlerweile ein Overflow im Internet. Du sagst, du hast noch kein transformatives Programm, kein Problem, wir helfen dir dabei. Also wir wissen genau, welche Komponenten man braucht, um die Leute zum Ziel zu bekommen und echte Durchbrüche zu machen mit deinem Expertenwissen. Genau, aber du musst selber sagen, so ey, ja, da habe ich Wissen und oder anderen Menschen mitgeholfen oder sogar halt Kunden. Oder dir selber. Ne, und ich bin da richtig gut drin. Ja. Also es reicht nicht, wenn du sagst so, oh ja, habe ich mal ein bisschen was von gehört, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob ich da jemandem helfen kann. Also muss schon sagen, so ey, das ist mein Thema, da kann ich was draus machen und da habe ich auch Bock drauf. Aber ganz oft ist auch ein Thema, was du schon für dich selbst erfolgreich gelöst hast, was dir gar nicht so bewusst ist. Das merken wir auch immer wieder in den Strategiegesprächen, dass da Menschen sind, die eigentlich mit einem anderen Thema kommen und dann mit unseren Coaches und mit unserer Hilfe eigentlich erkennen, welche großartige Leistungen sie sonst noch in ihrem Leben mal eben nebenbei vollbracht haben, was für viele andere Menschen ein großes Problem ist. Ja, also Fazitline ist auch so ein bisschen, ja genau, also sich seine Ängste wirklich weiter anzuschauen und daran zu arbeiten, loszuwerden, einfach trotzdem zu machen und auch mal zu gucken, wo kam diese Angst überhaupt her und dient die mir jetzt noch weiter in meinem Leben für das, was ich vorhabe? Ja oder nein? Oder ist es mal an der Zeit, die loszulassen? Und du brauchst keine 3 Jahre, um Ängste loszulassen. Du kannst Ängste mit einem Schnipp loslassen. Und was wir gerade gemacht haben, diese Ängste auf die Lagune zu schmeißen, das kannst du immer, immer wieder machen, wenn mal wieder was aufkommt. Ne? Oder manchmal ist auch, dann denkst du, ach, die Angst habe ich jetzt überkommen und dann kommt die doch nochmal. Oder was Neues. Zwar nicht mehr so häufig wie vorher, aber da hast du nochmal so einen Glimpse und denkst dir so, what the fuck, ich dachte, die wäre weg und jetzt plötzlich kommt die hier nochmal um die Ecke. Dann
machst du immer wieder, sagst, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, das gehen zu lassen, weiterzumachen. Und du hast jeden Moment wieder die Möglichkeit und die Chance, neu zu entscheiden. In jeder Sekunde. Du kannst alles wieder ändern in deinem Leben. Das ist das Geniale. Das ist das Geile. Und es ist so unglaublich befreiend und erlösend, wenn du eine Angst auflöst und die gehen lässt. Du glaubst gar nicht, wie sehr sich dein Leben ändert und auf wie viele Teilbereiche in deinem Leben diese Angst unbewusst dann auch noch ausgestrahlt hat. Also bei mir hat sich das in meinem körperlichen Befinden auch total ausgewirkt. Also die beiden größten Gamechanger sind einfach Ernährung und ja, Blockaden und Ängste mal loszulassen. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Methoden wie das Tapping oder sogar Massagen, um Ängste und Blockaden loszulassen. Cool. Danke, dass es für euch gibt. Peace and out. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich 4 Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Yara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Hagarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit 5-stelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram Story, in der kostenlosen DNX Masterclass, in der kostenlosen DNX Community auf Facebook und live auf dem DNX Event in Berlin. Peace and out.